konnten aber keine sichere Diagnose stellen. Conovan starb, noch bevor sein Sohn an seinem Sterbebett eintraf. Ein weiteres Opfer wurde der amerikanische Architekt Arthur Mays. Er hatte den letzten Stein aus der Mauer gelöst, die den Eingang zum Grab versperrte. Er starb im selben Hotel an denselben Symptomen wie Conovan. Zunächst hatte er hohes Fieber und fiel anschließend in ein Koma. Am Morgen, nachdem Carter seinem Freund George Gould das Grab gezeigt hatte, erwachte dieser mit hohem Fieber. Er starb noch in derselben Nacht. Der Radiologe Archibald Douglas Reed durchschnitt als erster die Verbände der Mumie, um diese zu röntgen. Kurz darauf an Bord des Schiffes, während der Rückfahrt nach England, starb Reed. Man hätte die Sache sicherlich noch als Verkettung unglücklicher Zufälle werten können, wenn nicht annähernd 3 Dutzend Archäologen und andere, die mit der Ausgrabung zu tun hatten, eines plötzlichen und unerklärlichen Todes gestorben wären. Was könnte die Ursache des plötzlich eintretenden Todes sein, der die Eindringlinge in König Tutanchamuns Grabstätte ereilt hat? War es eine Infektion, hervorgerufen durch das Einatmen von Bakterien? Dr. Ezzedine Taha, ein renommierter Mediziner und Biologe in Kairo, gab 1962 eine Pressekonferenz. Er teilte mit, er habe einen Schimmelpilz entdeckt, der vermutlich tausende von Jahren überlebt hatte. Inzwischen aber, so Taha, könnte der Schimmelpilz mit Hilfe moderner Antibiotika bekämpft werden. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass Dr. Taha noch während der Durchführung seiner Experimente verstarb. Er verlor auf einer abgelegenen Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Der Unfall war jedoch nicht die Todesursache. Der Autopsiebericht nennt Herzversagen. Und daran waren auch Carter, Carnarvon und die anderen gestorben. Ob sie nun Opfer eines Fluchs waren oder nicht, auch dieses Rätsel der Pyramiden bleibt bis auf Weiteres ungeklärt. Welche Geheimnisse hat Ägyptens Wüstensand noch zu bieten? Was verbirgt sich hinter den gewaltigen Gesteinsmassen? Hat es neue Entdeckungen gegeben, von denen wir noch hören werden? Zu den vielen spektakulären Rätseln Ägyptens gehört die Kunst der Mumifizierung. Neuere Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sie Jahrhunderte hindurch praktiziert wurde. Das Verfahren war ausgeklügelt und erforderte größte Sachkenntnis und Sorgfalt. Die Priester entfernten die inneren Organe und legten sie in Gefäße aus Stein oder Ton, in sogenannte Kanopen. Anschließend wurde der Leichnam durch Einlagerung in Natronsalzen ausgetrocknet. Nach 40 Tagen wurde der Leichnam in Leinenstreifen gewickelt und von mehreren Holzsärgen umschlossen, in einen Steinsarg gelegt und nach Osten gewandt in eine Gruft oder ein Grab gebracht. So wurde vermutlich auch mit Khufu verfahren, bevor sein Leichnam in Sarkophag in die Königskammer der großen Pyramide gebracht wurde. Zunächst einmal müssen wir ganz klar festhalten, dass in keiner der Pyramiden von Gizeh je ein Leichnam gefunden wurde. Darüber hinaus gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die Pyramiden je als Grabstätten für die Pharaonenkönige dienen sollten. Die Pyramidenbauer hinterließen Khufus Namen an der Decke der Grabkammer. Diese Wandmalerei wurde erst 1837 entdeckt. Was die Hieroglyphen an der Wand angeht, so stellte ich fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Ich erhielt einen Brief von einem Mr. Allen aus Pittsburgh, dessen Urgroßvater zugesehen hatte, wie die Symbole mit roter Farbe angebracht wurden. Als sein Urgroßvater sich gegen diese Art Verfälschung und Täuschung wandte, wurde er aus Gizeh verbannt. Wenn man die Symbole studiert, wird offensichtlich, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der königliche Name wurde nämlich falsch geschrieben. Statt Khufu schrieb er Raufu, was in der damaligen Epoche einer Gotteslästerung gleichgekommen wäre. So etwas wäre undenkbar gewesen. Aber wenn die großen Pyramiden nicht als Pharaonengrabstätte gedacht waren, welchem Zweck dienten sie dann? Die Antworten auf diese Frage sind so zahlreich wie die Autoren, die das Thema Pyramiden noch immer fasziniert. Trotz der bizarren und Science-Fiction-ähnlichen Theorien über die Pyramiden von Gizeh waren und sind sie nichts weiter als monumentale Grabstätten, die um 2600 v. Chr. Gebaut wurden. Nicht mehr und nicht weniger.
Es gibt selbstverständlich ein Areal von Grabstätten in Gizeh, aber das beweist kaum, dass es ausschließlich als monumentale Grabstätte gedacht war. Ebenso könnte man die Kathedrale von Notre Dame als Grabstätte bezeichnen, weil sich daneben ein Friedhof befindet. Die Sphinx wurde von Khafre errichtet, dem Erbauer der zweiten Pyramide. Viele Ägyptologen glauben, ihr Gesicht habe Ähnlichkeit mit ihm. Es ist unhaltbar, die Sphinx dem Pharao Khafre zuzuordnen. Neueste archäologische und geologische Studien zeigen, dass die Sphinx mindestens 10.000 Jahre alt ist. Vielleicht sogar noch älter. Die große Pyramide zeugt von einem phänomenalen Wissen über Astronomie. Man konnte die Tage, die Jahre und die Präzession der Tag- und Nachtgleichen berechnen. Sie wussten bereits, dass die Erde eine Kugel ist, und sie konnten Längen und Breitengrade akkurat bestimmen. Wie und zu welchem Zweck die großen Pyramiden gebaut wurden, sind nur zwei der vielen Rätsel, die uns Ägypten aufgibt. Aber widmen wir uns vorerst der Frage, warum die großen Pyramiden gebaut wurden. Eine der traditionellen Lehren hält immer noch daran fest, dass die Bauwerke von Gizeh nichts weiter wären als ein monumentaler Friedhof. Andere hingegen besagen, die Pyramiden selbst geben Hinweise darauf, dass sie vielleicht viel mehr darstellen als überdimensionale Grabsteine. Die meisten Experten sind sich darin einig, dass die alten Ägypter die höhere Mathematik kaum oder gar nicht beherrschten. Könnte es sein, dass sie sich irren? Beim Bau der großen Pyramide müssen die Architekten hochkomplizierte mathematische Konzepte verwendet haben, die wir auch Jahrtausende später kaum nachvollziehen können. Wie die Architekten nun auf diese bis heute unentdeckten mathematischen Formeln kamen, ist schlicht unvorstellbar. Ebenso unergründlich wie ihre Bautechnik ist auch der Zusammenhang mit der Erde und den Sternen. Anhand mathematischer Berechnungen und astronomischer Beobachtungen konnte man feststellen, dass die Massenverhältnisse zwischen den drei Pyramiden von Gizeh in unheimlicher Genauigkeit mit den Massenverhältnissen der drei Planeten im Alpha Centauri-System korrespondieren. Noch faszinierender ist die Tatsache, dass die Anordnung der Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau exakt mit der Anordnung der Planeten im Oriongürtel übereinstimmt. Da es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass die alten Ägypter imstande waren, die Massen der drei Sterne zu bestimmen, könnten dies Hinweise auf die Beteiligung Außerirdischer am Entwurf und Bau der Pyramiden sein. Die geografische Ausrichtung der großen Pyramide von Gizeh ist vielleicht ihr erstaunlichstes Charakteristikum. Ihre Seiten verlaufen nahezu exakt gemäß der Nord-Süd- bzw. Ost-West-Achse. Die Abweichung beträgt weniger als 3 Bogenminuten und ist damit minimal. Geografisch betrachtet befindet sich die große Pyramide genau im Zentrum der Festlandmasse der Erde. Könnte sie, wie einige Experten meinen, als astronomisches Observatorium gedient haben? Steht die Cheops-Pyramide genau an der Stelle, auf die sich eine der Prophezeiungen Jesajas bezieht? Im Psalm 19 des Kapitels Jesaja der Bibel steht etwas, das viele Gelehrte für einen klaren Hinweis darauf halten. Da heißt es: Zu der Zeit wird für den Herrn ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein Steinmal für den Herrn an seiner Grenze. Das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn Zebaoth in Ägyptenland. Beachten Sie, dass der Text einen Altar und ein Steinmal im Herzen Ägyptens und an seiner Grenze nennt. Es scheint sich um zwei verschiedene Orte zu handeln. Wie können wir dann davon ausgehen, dass die große Pyramide die Erfüllung dieser Prophezeiung sei? Die große Pyramide scheint auf alle Kriterien zuzutreffen. Aber zunächst sollten wir uns mit der Geografie der Antike befassen. Die große Pyramide befindet sich, wie wir sehen, an der Spitze des Nil-Delta-Dreiecks. In der Antike war Ägypten in zwei Länder unterteilt. Es gab das untere Ägypten oder das Delta und das obere Ägypten. Die große Pyramide befindet sich exakt auf der Grenze, zugleich aber auch im Zentrum des Landes Ägypten, wenn man die frühere Grenze unberücksichtigt lässt. Wie bei fast allem, was mit den Pyramiden zu tun hat, ist auch der biblische Zusammenhang mehrschichtig. Für den Standort der großen Pyramide von Gizeh spricht auch ihr Name. Gizeh bedeutet nämlich Grenze. Je mehr wir über den Gizeh-Komplex erfahren, umso skeptischer werden wir gegenüber den konventionellen Entstehungstheorien. Wenn aber diese Erklärungsmodelle nicht überzeugen, wie stichhaltig sind dann die neueren Theorien?